Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Sascha vom Verein Helfen durch Handeln. Heute wollte ich euch mal meine zwei wichtigsten Hilfsmittel zeigen. Und zwar meine zwei Rollstühle. Das ist zum einen in dem, den ich hier sitze, das ist der Permobil F5. Megateil. Ich habe den in grün, wie ihr sehen könnt. Das, was alles grün ist, kann man auch in anderen Farben haben. In blau, rot, gelb meine ich. Ich wollte halt den grün. Was gibt es zu dem Rollstuhl zu sagen? Ich habe die 12 km/h Ausführung. Könnte für mich noch ein bisschen schneller sein, aber ist okay. Fahrkomfort ist mega, ich komme überall durch. Auf Schotter, Wald, Wiese, kein Problem. An den Haken, die ich hinten dran habe, kann ich meine Einkaufstaschen oder so dranhängen. Auch mega praktisch. Hier habe ich noch zwei Halterungen. Einmal hier und einmal hier. Da kann ich dann noch einen Tisch dran machen, vorne. Dass ich hier noch so einen Tisch dran habe. Den habe ich jetzt nicht dabei. Genau. Dann habe ich so ein paar Verstellmöglichkeiten. Ich kann die Rückenlehne verstellen. So, könnt mich quasi hinlegen. Dann kann ich die Sitzkantelung verstellen. So, dass ich nach hinten kippe. Oder halt wieder nach vorne. Dann kann ich die Beine verstellen. Hoch. Oder auch wieder runter. Ja, dann kann ich den insgesamt noch hoch machen. Wenn ich irgendwo dran muss, wo ich, was ein bisschen höher ist. Oder auch mal mit Leuten auf Augenhöhe reden. Genau, und kann den natürlich dann auch wieder runterfahren. Also wie gesagt, wenn jemand irgendwie einen schicken Rollstuhl braucht, was Neues, ich kann den sehr empfehlen, diesen Rollstuhl. Ich bin mega zufrieden damit. Das ist mein manueller Rollstuhl. Mit dem bin ich auch gerne unterwegs. Damit bin ich ein bisschen flexibler, wenn man Freunde besuchen möchte. Kann man mich besser tragen, auch zu zweit, einer vorne, einer hinten. Oder wenn ich zu meiner Rheumatologin zum Beispiel fahre, da komme ich mit meinem E-Rolli nicht rein. Deswegen nehme ich den dann. Da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ist ein manueller Rollstuhl. Von Sopo müsste der sein. Ich habe noch eine Kopfstütze dran für im Auto, dass der Kopf nicht nach hinten schnuckt oder so. Bin auch sehr zufrieden mit dem Rollstuhl. Ist halt was anderes, ne? Kann halt damit alleine selber nicht so gut fahren. Aber ich habe ja dann immer jemanden dabei, der mich dann schiebt. Und wie gesagt, in manchen Dingen ist der halt flexibler. Ja, meine Lieben. Ich habe euch einmal meine zwei Rollstühle gezeigt. Einmal den aktiven Rollstuhl. Und einmal den Elektrorollstuhl. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Rollstühle nutzt. Oder von mir aus auch gerne mit Foto zeigen, was ihr nutzt und wie zufrieden ihr damit seid. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Das Wetter wird ja jetzt besser, auch nächste Woche. Ich freue mich auf schöne Fotos von euch und nette Kommentare. Bis dann, meine Lieben. Ciao.